Ja, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier bei YouTube. Willkommen zu Rasputins und Ivan Vlog. Heute mit einer Sonderausgabe, wenn man das so sagen kann. Ja. Also wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wenn ihr jetzt die letzten Videos gesehen habt, ist ja etwas sehr Traumatisches, was sehr Schreckliches passiert in meinem Leben. Neuer Superstar-Gewinner. In deinem Leben ist natürlich jetzt nichts Besonderes passiert, wie wir eben hören konnten, aber Frau Schmidt ist gestorben. Ja, also das war die Dame, die ich im Altenstift betreuen durfte, jetzt die letzten 5 Jahre. Und das ging mir sehr nahe, weil sie mir auch sehr nahe stand. Aber nun gut, sie war halt auch schon 98. Ja. Und ich habe das jetzt auch diskutiert mit dem Michael. Das ist übrigens ein sehr schöner Friedhof, wir sind hier in Neu-Isenburg. Ich habe das auch diskutiert mit dem Michael. Und ist Waldfriedhof. Ja, Waldfriedhof, weil ein Friedhof im Wald. Und viele Insekten. Ich werde dauernd gestochen. Ja, ja, du hast halt süßes Blut, nicht? Ja, die wollen sich ja auch von was ernähren. Insekten übrigens benutzen dieses Blut, um sich zu vermehren. Also warum sind wir heute auf Friedhof und nicht bei Beerdigung? Ja, also die Beerdigung war vor 2 Tagen gewesen. Das war der Tag, an dem ich halt auch, also das letzte Video, wo ich dann halt... Du hast geheult wie kleines Kind. Ja, 1-2 Tränen habe ich jetzt mal verdrückt. Ja, da war ich gerade abstinent. Ja. Also, ja, ich konnte halt nicht hin, weil ich wollte halt jetzt nicht unbedingt dem Michael Auge in Auge und vor allen Dingen schon mal gar nicht der BSW da, ja. Zeitwenzel halt. Und, nun gut, holen wir es eben 2 Tage später nach. Das sind übrigens Fairtrade Blumen. Ich hoffe, die es schmeckt genauso blöd wie Schokolade. Ja, ich hoffe, dass die besser sind wie die Schokolade, aber naja, sie riechen zumindest. Ne, riecht wie ranzige Schokolade. Ja. Übrigens werden damit die Lebensarbeitsbedingungen der Plantagenarbeiter aus Afrika verbessert, aber ich dachte, die kommen aus Holland, aus so einem Gewächshaushalt, ja. Und warum da Plantagenarbeiter aus Afrika arbeiten und warum die mehr Geld kriegen und die holländischen Arbeiter nicht, das weiß ich jetzt auch nicht, ja. Finde ich aber auch nicht gut. Aber gut, ich dachte mir, die Förderung des Umweltschutzes, und da bin ich ja dafür, und dafür gebe ich halt auch schon mal 1 Euro mehr aus, ja. Das wäre auch im Sinne von Frau Schmidt. Können wir gerne nicht, ja. Insektenstich. Du bist ein Insektenstich? Ja, das glaube ich auch. Ja, ich meine, wenn sie versuchen, deinen Kopf anzubohren, da ist ja leider nicht so viel drin. Werden sie das wohl lassen. Und du musst lieb sein, auf Friedhof ist heiliger Ort. Ja, du hast recht. Da sollte ich nicht so gehässig sein. Da gebe ich den Ivan mal recht, ja. Und ich sollte hier auch nicht so laut sprechen, deshalb flüstere ich jetzt mal ein bisschen, ja, und komm ein bisschen näher, dass er mich noch verstehen könnt. Da hinten ist jetzt auch gerade eine Beerdigung. Der Ivan da mal drüben. Was denkst du, was du hast? In Russland würden wir jetzt hingehen und Wodka halt. So, und da